Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge Ark Survival Evolved. Ich befinde mich hier auf der Map Crystal Isles und wie ihr vermuten könnt, werden wir heute in den Boss reingehen, ja? Eine kleine Information, ich spiele hier auf einen inoffiziellen, also eine inoffizielle PC-Sitzung, wo ich bereits ein paar Streams gemacht habe und auch Videos. Allerdings habe ich Infos, bin mir nicht sicher, dass der Server hier ausläuft, und ich würde es bereuen, wenn wir nicht zumindest mal in die Bosse reingegangen sind. Deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen auf Druck. Ich habe hier eine gesunde Mischung aus Rexen, Spinos und Drachen. Die Drachen sind zum größten Teil leider auch Wildtames, also keine großartig gezüchteten Viecher. Sollte für den Gamma-Boss aber eigentlich hinhauen. Die Rex und Spinos sind richtig gut gezüchtet. Diejenigen, die meine Streams verfolgt haben, wissen, dass die von Anfang an schon mit dabei waren. Ja, um Crystal Isles abzuschließen, gehen wir jetzt da rein. Wie ihr wisst, wir haben bereits Artefakt-Video gemacht, Drachenzähmen-Video gemacht, wie man Elements farmt. Damit ist eigentlich zu Crystal Isles alles gesagt. Das Wichtigste ist auf jeden Fall im Kasten für euch. Dann werden wir das mit Crystal Isles hier erstmal abschließen, indem wir an die Bosse gehen. Gut, das wollte ich vorab alles mal loswerden. Das ist ein Knoten hier. So, ich versuche jetzt mal hier mit meinem Drachen noch irgendwie reinzukommen. Ich bin alleine auf jeden Fall. Ich werde mit meinem Drachen hier kämpfen, auf jeden Fall. Die Sache ist nämlich die, der Boss, es handelt sich dabei um eine Drachenkönigin. Und diese Drachenkönigin wird überwiegend in der Luft unterwegs sein. Also die wird auch landen, aber überwiegend ist sie in der Luft. Und deswegen ist es praktisch, wenn ihr ein paar Drachen dabei habt, ja, mit denen ihr dann eben fliegen könnt, die ihr dann auf andere pfeifen könnt, wie auch immer. Benötigtes Überlebenslevel ist auf 55. Ich hoffe, ich bin nicht zu optimistisch. Ich spiele aber auch auf einen geboosteten Server. Dürfte eigentlich machbar sein. Ein paar Viecher haben wir jetzt auf jeden Fall am Start. Was wir benötigen: eine Alpha-Kristallklaue benötigt ihr. Ihr müsst euch also einen Kristall-Alpha-Drachen suchen, ihn töten. Das Artefakt des Brutalen, des Gewaltigen, des Himmelherrn, ich sag mal Himmelsherren, aber Himmelherrn steht da. Artefakt des Hinterhältigen, das Artefakt des Immunen. Dann benötigt ihr 5-mal Crystal Talons, also normale Kristallklauen, und 10-mal Primal Kristalle, ne? Die Kristalle, mit denen ihr eure Drachenbabys aufziehen könnt. Die benötigen wir, um zumindest in den Gamma-Boss reinzugehen. Crystal Wyvern Queen. Wir haben alles zusammengekratzt. Wir reden jetzt auch nicht mehr weiter. Wir gehen einfach rein und schauen mal, was passiert, okay? Das dürfte so machbar sein, nicht wahr? Umwerfend, umwerfend. Wir gehen rein. Den Sotor muss ich auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist nämlich der Drache, mit dem ich fliegen werde. Ich hoffe, dass alle Viecher im Ring stehen, dass sie auch mit reinkommen. Helena, du bist ja auch am Start. Abflug. Komm schon, Baby, komm schon. Alles klar. Alles klar, wo ist mein Drache? Cool bleiben. Ich gehe auf meinen Drachen und Vollgas. Da hinten ist sie. Okay, ich pfeife die jetzt erstmal alle auf neutral. Und Abflug. So, die Sache ist die, wir haben hier die Königin. Die ist viel größer als alle anderen hier, natürlich. Angriff. Ich meine, die hat über 40.000 Leben oder 60.000 Leben. Wir haben die Königin und hier auf dem ganzen Feld sind Eier verteilt. Und aus dem Eier schlüpfen kleine Babydrachen, die aber auch sehr aggressiv sind. Ich glaube, wir kommen klar. Ich glaube, wir kommen klar. Ich speichere mal mit rein. Oh mein Gott, wir kommen auf jeden Fall klar. Was für ein Getummel. Man sieht die Königin gar nicht richtig, aber jetzt hitze sie mal ab. Hinterher! Holt sie euch!
muss mich auf meine Drachen verlassen. Ja, die meisten davon sind Wildtails, die sind nicht so stark. Es könnte also gut möglich sein, dass wir den einen oder anderen Drachen verlieren. Genau. Da habt ihr gesehen. Der Sound ist ein bisschen laut, nicht wahr? Soll ich ein bisschen runterschrauben? Besser, besser, besser. Wir schlüpfen einfach mal ein paar kleine Drachen und die greifen natürlich mit an. Auch Jugendliche als etwas größere, so halb ausgewachsene. Komm her, Mutter. Ah, die sieht schon fett aus. Sie sieht schon richtig fett aus. Gut, da ich Seil auf neutral gepfiffen habe, eigentlich, schützen die sich auch selber, ja? Gut. Ich hoffe, dass die auch irgendwann mal landet. Noch einmal kurz auf die Königin pfeifen, damit die Drachen auch mal rüberkommen. Ich komme ja nicht richtig ran. Wir haben 27 Minuten Zeit für den Spaß. Ist auf jeden Fall ein epischer Kampf, oder? So mit den ganzen Drachen. Ihr könnt euch also eine richtig krasse Drachenzucht machen, also richtig Drachen züchten. So richtig brutale Viecher und dann in die Bosse gehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass man Drachen überhaupt mitnehmen kann in die Bosse. Ich weiß es nicht genau. Aber ihr könnt mich ja belehren, indem ihr da mal in die Kommentare schreibt. Jägers bin ich mir sicher, dass sie nicht in die Bosse gehen. Nicht genug Ausdauer. Ah, ich starte da nicht immer drauf. Wir landen mal. Warum stehen die denn da rum? Ja, die können nicht fliegen, das ist das Problem. Ich habe nicht so viele Drachen dabei. Na, das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Aber eigentlich habe ich auch mal erwartet, dass die mal landet. Also bei den Drachen habe ich jetzt auf jeden Fall eine gesunde Mischung aus Blut, Tropicals. Rauf da! Rauf! Die Gigas, die Spinos und Rexer müssen mitraufen. Ich habe eine gesunde Mischung aus Blutdrachen, Crystal-Drachen. Ich selber habe natürlich einen Ember-Drachen. Weil ich ihn ziemlich nice finde. Feuerdrache sowieso. So. Ich werde jetzt hier einfach mal reingehen. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus. Aber ich muss mal richtig Schaden austeilen. Wir sind ja auch ein bisschen auf Zeitdruck. Feuer! Das hat gewirkt. Das hat gewirkt. Sehr schön. Ey, lass dir nichts gefallen, Rexy. Hau rein da. Diese bunten Drachen. Einfach herrlich. Das ist das Beste an Crystal Isle, dieser Bosskampf. Auf jeden Fall eine schöne Karte. Ich bin ja mal gespannt, was die uns mit Genesis Part 2, was die uns da bringen werden. Soweit ich das gesehen habe und gelesen habe, wird Jörmungandr, die nordische Midgard-Schlange aus der nordischen Mythologie, als Boss dabei sein. Mehr weiß ich nicht. Okay, okay. Mein erster Drache ist tot. Adalas. Lasst euch nichts gefallen, Leute. Ich muss auch mal ein Auge drauf haben. Level up. Ich habe noch genug Drachen. 24 Minuten und die hat schon die Hälfte runter. Oh, doch, doch, doch. Ich bin zuversichtlich. Wir kriegen das hin. Auf Gamma auf jeden Fall. Ich sehe ja nichts mehr, Leute. Komm schon, Mutti. Jetzt gibt's auf die Fressi. Ausdauer. Ja, geht aber noch. Ich lande mal kurz. Kann ich mich mal leveln? Ich habe ja Zeit dafür.
Meine eigene Gesundheit ist auf jeden Fall nicht gefährlich runter. Flamme an. Ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein, dass die Königin eine Mischung ist aus allen drei Variationen, ne? Blutrache, Tropical und Ember. Ich habe jetzt noch nichts gesehen in der Form. Es könnte auch ein kleiner Drache. Ich habe auf jeden Fall so einen roten Streifen gesehen. Es kann aber auch ein Babydrache gewesen sein. Blutdrache. Weil hier kommen nämlich alle drei Varianten. Sind ja auch die Eier auf dem Boden. Boah, jetzt gibt's los, jetzt geht's los. Komm schon. Ich lande mal. Den Schaden stecke ich ein. Minuten, das sieht super aus. Jawohl, da haben wir noch keinen Stress, kein Stress. Jawohl, Hauptsache die Spinos reifen mit an. Die hauen nämlich einen dicken Schaden raus. Die sind brutal. Es ist bisher auch nur einer von meinen Tieren gestorben, nicht? Boah, guckt euch das an. Das ist gefährlich. Sehr gut. Spino, kein Problem für den. Kein Problem für den. Ausdauer laden. Ich wollte doch mal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, warte ab, Mutti. Gleich geht's ja in den Kragen. Nochmal pfeifen auf den Drachen. Da, jetzt habe ich einen Blutdrachen hinter mir. Ich bin ja froh, dass diese, dass das Babys sind, ne? Nervig sind sie schon. Also die können austeilen, vor allem in der Mehrzahl, in den Scharen, sind sie gefährlich. Allerdings sterben sie aber auch schnell. Wie das jetzt auf Beta oder auf gar auf Alpha aussehen würde, ich wage es nicht, mir das auszumalen. Könnte heftig sein. Mit Sicherheit sogar. Viel hat sie nicht mehr. Immer die unter 20 Minuten geknackt. Also bevor wir die 20 knacken da. Kommt schon. Reiß sie. Reiß sie. Sie jawohl, die ist gelandet. Komm, 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 bleib unten. Ja, ja, könnt ihr nicht einsammeln, oder? Ich weiß es nicht. Ich will es versuchen. Nein. Ja, ah, die schlüpft, die Sau. Ja, ihr könnt die Eier wohl nicht einsammeln. Die schlüpfen auch mal ganz schnell. Das sind schon richtig schöne Tierchen mit bei, nicht? Der blaue sah ziemlich geil aus, oder der. Mutti, wie sieht's aus? Wo ist sie? Immer den Drachen hinterher. Kommt schon. Greift an, Leute. Naja, die 20 Minuten, die haben wir jetzt unterschritten, also. Aber ist egal. Ist egal. Die ist schon fast tot. Alles klar. Mein Leben ist auch okay. Super okay sogar. Ah, die hat mich eigentlich fast. Die hat mich eigentlich fast gar nicht attackiert. Die ist mit meinen ganzen anderen Drachen beschäftigt. Komm schon, fackelt die ab! Macht sie klar. Ich hab's noch mal gebissen. Ja. Keine Ausdauer mehr, ich muss runter. Ich bin froh, dass ich die Rexe dabei habe. Die kümmern sich da unten um den ganzen Dreck. Komm, lande doch, da hätte ich hier nur meine verpassen können. Okay, Blut, Blutdrache. Die hat alle Fähigkeiten. Ja, ja, die hat alle Fähigkeiten, Hammer. Die ist hier Eier am Droppen ohne Ende, wa?
Ich habe mir sowas schon mal gedacht, dass die alle Fähigkeiten hat. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da. Nochmal gebissen. Easy. Ihr merkt, ne? Ihr müsst auf jeden Fall Drachen dabei haben. Das dauert so lange, wenn nicht sogar die Zeit nachher abläuft. Ihr müsst auf jeden Fall euch eine Drachenarmee züchten. Jetzt war's das. Jetzt war's das. Wo ist sie? Ah, fast. Hammer so. Feuer! Und jetzt beißen wir nochmal. Ich hab sie. LOL! Wir haben sie. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall Tech Fundament gelernt. Leider nur eine Sache. So, die hat jetzt nichts im Inventar. Ich kann die aber auch nicht abfarmen. Man kennt's ja. Aber, ja, ist so verschwunden. Aber einer von meinen Drachen hat auf jeden Fall Element am Start. Ist nur die Frage, wer. 20 Sekunden, dann gehen wir zurück. Tja. Sauber. Ist doch super gelaufen, Leute. Wenn ich mir mal das Leben von den ganzen Drachen angucke, die ja gar nicht wirklich gezüchtet worden sind, die sehen ziemlich gut aus. Ja, der ist schon ein bisschen... Der ist schon ein bisschen mitgenommen. Der eine oder andere hat schon ordentlich was verloren. So ist es nicht. Hervorragend, Leute. Wir haben es geschafft. Tja. Ich bin froh, dass wir zumindest einmal reingegangen sind. Ihr habt gesehen, was auf euch zukommt. Und meine Empfehlung, ihr solltet euch auf jeden Fall eine vernünftige Drachenzucht... solltet ihr auf jeden Fall vorantreiben, eine vernünftige Zucht. Wie das jetzt im offiziellen Server aussieht, kann ich euch jetzt nicht sagen. Bei mir ist das jetzt hier mal 10 geboostet. Ne? Die Einstellungen, die sind mir allerdings nicht alle bekannt. Ist leicht geboostet, deswegen ist es vielleicht auch ein wenig einfacher. Ja, mit Sicherheit ist es dadurch etwas einfacher. Nichtsdestotrotz, Gamma war eigentlich nie wirklich ein Problem, auch nicht in offiziellen Servern, wenn ihr euch eine vernünftige Armee gezüchtet habt, ne, von den richtigen Viechern. Gut, ich werde die Folge hier an dieser Stelle beenden. Ihr wisst auf jeden Fall, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es eine kleine Folge ist, lasst mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Es werden auf jeden Fall noch weitere ARK-Videos kommen. ARK ist der feste Kern meines Kanals. Auch wenn es jetzt eine ganze Zeit lang nichts gegeben hat. Gut. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.